Sascha, nachdem ihr letzte Woche zu Hause einen tollen Abschluss geschafft habt, ist jetzt das Saisonfinale nicht ganz so gut ausgegangen. Wie ärgerlich ist das jetzt? Also jetzt direkt nach dem Spiel ärgert man sich schon total, weil wenn man 5 Gegentore kriegt, ja, da könnte, glaube ich, jeder von uns kotzen. Aber in so einem letzten Spiel ist halt, kommt es darauf an, wer nochmal 100% gibt. Und da haben wir, sind wir einfach nicht an die Leistungsgrenze gekommen. Pauli ist dran gekommen und dann geht so ein Spiel 5-2 aus. Nach letzter Woche wollten wir heute auch nochmal, vor allem den mitgereisten Fans und uns eben auch, nochmal uns selbst belohnen und nochmal gewinnen hier. Aber ich glaube, jeder, der hier im Stadion war, der hat heute einfach gesehen, dass Pauli mindestens das gleiche Ziel hatte und ja, hier eine Wahnsinnsstimmung war und die von der ersten Minute an vielleicht den Tick mehr motiviert noch waren als wir, was eigentlich nicht sein kann, aber muss man sagen, Pauli verdient gewonnen und ja, jetzt müssen wir uns vorbereiten und dann nächste Saison wieder weitermachen. Wie fällt jetzt dein Fazit insgesamt nach dieser Saison aus? Ich glaube, in den letzten Wochen, wo es drauf ankam, haben wir Charakter gezeigt, wo es wichtig war. Und nach so einer Wellensaison sind wir, glaube ich, echt noch gut hinten rausgekommen. Und wir müssen einfach die letzten Wochen, abgesehen von heute, dann mitnehmen in die nächste.